Ja, hallihallo und willkommen zurück zu Dark Angels, Maskerade der Schatten. Wir sollen ja da oben den Priester irgendwie retten. Ich habe aber noch keine Ahnung wie. Auf jeden Fall befinden wir uns immer noch im Dorf und sollen die Zeit verlangsamen, um den Priester zu retten. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist mein Inventar. Ich hatte das ja schon ausprobiert. Aha. Kavum. Ui. Ja, er ist gerettet. Ich muss eine Heilsalbe herrichten und seine Wunden verbinden. Das machen wir mal. Hier haben wir das Rezept dafür. Was habe ich denn hier schon im Inventar? Auf jeden Fall schon mal Honig und diese komischen Blumen. Also ich sehe noch keine Wunden. Klar, er hat eine auf den Kopf gekriegt. Vielleicht ist er ja vorher noch gefoltert worden. Das weiß man natürlich nicht. Ja, hier haben wir ein Scheiterhaufen. Die Ausgangssperre beginnt mit dem Sonnenuntergang. Die Kirche wird alle Leute bestrafen, die man danach noch auf den Straßen antrifft. Mhm. Deshalb hat der Priester also tatsächlich einen auf den Dez bekommen. Ich kann diese Asche verwenden. Ja gut, ich habe jetzt aber nichts. Kein Gefäß, kein Plastikbeutel. Nüscht. So, hier brauchen wir den Schlüssel. Gucken wir mal, was hier so ist. Und hier fehlt ein Medaillon. Es ist wirklich schade, dass die Dunklen sich nicht vor Weihwasser fürchten. Die haben das wahrscheinlich erfunden als Märchen. So, wollen wir mal gucken. Ein Verband, aha. Dann brauchen wir also nur noch die Salbe herstellen. Hier war doch gerade noch irgendwas. Hier fehlt auch noch was. Ist natürlich klar. Was sagt denn unser schlaues Buch? Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ich nur ein paar Sekunden später da gewesen wäre, hätten die Dunklen den Priester getötet. Ich habe das Emblem der Wächter auf der Soutane des Priesters erkannt. Ich muss ihm helfen. Vielleicht kann er mir sagen, wo ich hier den Orden finde. Der Priester hatte ein Rezept für Heilsalbe. Er muss wohl eine Menge Kratzer abbekommen haben. Oder so. Oder nicht. Ja gut, wir brauchen auf jeden Fall Asche. Hier unten liegt auch noch was. Da ist sogar ein echter Diamant. Was für eine Seltenheit. Zu damaligen Verhältnissen. Aber ich kann hier nichts nehmen. Gehen wir mal zurück. Können wir da lang? Ein Marktstand. Der Wagen hat an der Spitze der Seilbrücke angehalten. Um ihn zu bewegen, muss ich das fehlende Rad finden. Das ist eine sehr reiche Stadt, ja, und eine sehr schöne, muss ich sagen. Ich mag ja diese alten historischen Städte. Wobei die, glaube ich, also schon sehr, sehr reich ist. So, ich muss mal gerade gucken, ob vielleicht die Musik ein bisschen zu laut ist. Dann bin ich hier gerade am falschen Regler. Sound. Den machen wir doch mal ein bisschen niedriger. Hoch. So vielleicht. Okay. Ja, was haben wir? Ach, da komme ich wieder zurück. Oh. Sie dürfen mich nicht sehen. Ja, ich stehe auch gar nicht mitten im Weg. Kommen wir hier rein? Hier kommen wir rein. Erstmal alles wegnehmen. Wenn ich die restlichen Teile einsammle, dann könnte ich eine Armbrust bauen. Mhm. Kann man die Pfeile schon mal ablegen? Nee, da fehlt mir ja sogar noch einer. So, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Mir fehlt noch ein Mannequin. Na toll, hier können wir irgendwas gießen. Vielleicht ein Pfeil oder so. Verhaftet wegen Verbrechen gegen die Kirche. Und wir haben ein Wimmelbild. Ich kann ein Pferd nicht mit einem verbogenen Hufeisen beschlagen. Dann macht es doch mal gerade. Hau drauf. Ja, siehst du, gerade geht's noch gar nicht. Jemand hat vergessen, Löcher in den Gürtel zu machen.
Gürtel. Ach, das ist der Gürtel hier an der Seite. Ich dachte gerade, hä, das sieht aus wie ein Ohrring. Könnte ich etwas aus diesem Baumstamm schnitzen? Na, dann mach mal. Schnitze uns etwas Wunderbares. Pinocchio zum Beispiel. Ja, sieht sogar ganz niedlich aus. Da muss ich erstmal gucken, was wir mit dem Gegenstand anfangen. Mir jetzt irgendwo am besten so eine Aale oder so. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Sense, die steht hier vorne. Dann eine Schleuder und eine Kröte. Die haben wir hier. Der Gürtel und eine Halskette. Ach, guck mal, das ist die Aale wahrscheinlich. Das kann kein echtes Leder sein, das geht viel zu schnell durch. Und wir brauchen noch die Schleuder und die Halskette. Mhm. Ich sehe keins von beiden. Ist das die Schleuder? Nee. Nee. Komme ich wieder zurück? Da auch nicht. Halskette. Wie könnte sie denn aussehen? Also aus Gold oder so wird sie nicht sein. Ist das die Halskette? Nö. Diamant wird vielleicht auch nicht dran. Huch. Vielleicht auch nicht dran hängen, denn der liegt ja draußen vor dem Tor. Also sowas. Ich sehe keine Schleuder. Dass man mal eine Halskette übersieht, okay, aber keine Schleuder. Ist auch keine. Ich muss mal den hier fragen. What? Okay, ein Kreuz. Was eigentlich auch sonst. Aber ich hätte lieber gerne die Schleuder gehabt. Die muss ja irgendwo sein. Sieht nichts aus wie eine Schleuder. Also der lädt noch. Okay, die Schleuder. Die meinen ja wohl nicht die elektrische Schleuder. Aber die steht hier auch nicht. Ja. Schön. Kann keine Schleuder sein. Nein, ich glaube, ich bin blind. Also ich kann keine Schleuder sehen. What? Oh. Ja gut. Und wir haben eine Halskette mit einem Kreuz. Damit sind wir schon mal vor dem Bösen geschützt. Ah ja, da fehlt ja noch das Mannequin. Können wir denn hier auch was noch mitnehmen? Ja, guck mal wieder dahin. Wir haben ein Hufeisen, wir haben ein Medaillon. Okay, das Medaillon können wir auf jeden Fall in diese Stadttore. Ja.
Ach doch. Nee. Machen wir erstmal die Halskette. Was haben wir bekommen? Den Apothekenschlüssel. Oh, Moment mal. Das Medaillon. Hier können wir ja auch noch was. Ach so, Moment, ich habe doch eine Spitzhacke. Naja, sehr schön. So, den haben wir schon mal. Ich hätte ja fast gedacht, der kommt hier rein, aber nee. Nee, ich habe keine anderen Ideen, es tut mir leid. Apotheke. Nee, Quatsch, wir müssen noch einen zurück. Wo waren die Apotheke? Hier, glaube ich. Ja, klar. Ja, das ist auch mal eine schöne Apotheke. Hier können wir auf jeden Fall was schneiden. Ich kann die Heilsalbe hier vorbereiten, nachdem ich alle Zutaten gefunden habe. Komm, du kannst das schon mal hier hinlegen. Ach, komm schon. Also, wir brauchen ja Asche und wir brauchen noch Aloe. Aloe Vera. Was für eine seltsame Truhe für diese Zeit. Sie muss etwas sehr Wichtiges enthalten. Ja, wahrscheinlich Aloe Vera. Feuerstein. Diamant. Okay, die Schaufel haben wir schon mal. Ach so, die Schaufel. Die können wir doch nehmen für die Asche. Wo ist der Klopfer? Warte. Vielleicht haben wir den hier schon. Klopfer. Ich hab keinen Klopfer. Okay, ich hole mal ein bisschen Asche. Hey, wir kriegen den nächsten Zaubertrank. Okay, zum Bessersehen auf jeden Fall. Asche. Können wir die hier schon mal reinmachen? Nee. Also die Blumen kann man ja irgendwie schneiden. Ja, aber es geht alles noch nicht. Wir brauchen erstmal tatsächlich. Ach so, warte. So, und jetzt brauchen wir noch Aloe. Nee, da kommen wir da. Auch nicht. Auch nicht. Ja gut, mehr Ideen habe ich nicht. So, hier kann man nichts machen, wollte ich gerade sagen. Kombiniere die Flaschen, die etwas gemeinsam haben. Mhm. Also hier haben wir einen Baum. Ein Baum und einen Apfel. Hui. Dann haben wir hier eine Krone. Und einen Thron. Da. Pfeil und Bogen. Tag und Nacht, Biene und Honig, Spinnennetz und Spinne, ein Ohr und eine Nase, okay. So, was haben wir bekommen? Öl. Toll. Ich hätte gerne Aloe. Wozu brauchen wir denn das Öl? Ach stimmt, hier brauchen wir noch den Klopfer. Ja, Aloe. Gucken wir mal auf die Karte. Also, hier ist was zu tun, hier ist was zu tun und hier ist was zu tun. Ah, hier ist was zu tun. Okay.
kann die Heilsalbe. Ach, warte mal, vielleicht kann man es schon mal anzünden. Hier fehlt der Klopfer, aber ich habe keinen Klopfer. Oder? Wir helfen uns. Diamant. Öl. Nee. Na gut, ich gehe mal raus. Wir gehen mal weiter. Erstmal hier hin. Öl. Aber das kann ich hier auch nicht verwenden. Okay, dann gehen wir mal in die andere Seite. Stimmt, hier fehlt das Rad. Huch. Hier kommen wir nicht hin. Schade eigentlich. Ich finde sowas immer total schön. Öl. Wozu brauchen wir Öl? Die Armbrust. Ist hier keine Gebrauchsanweisung? Stimmt, hier haben wir ja nur eine halbe Form. Blasebalg. Die müssen wir auch noch suchen. Ja, und die Tür kriegen wir noch nicht auf. Ich denke mal, dafür werden wir dieses Schloss schmieden müssen. Okay. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Und es schneit so schön. Ich finde, das sieht so süß aus. Wie viele Tavernen braucht man in einer Stadt? Ja, ich sag mal so. Man muss sich manchmal das Leben auch ein bisschen schön trinken. Gerade wenn man in dieser in diesem Jahrhundert geboren ist. Ein Rad. Ich habe natürlich kein Rad. Ich habe nur ein Hufeisen, aber ich sollte... Ich denke mal, das wird nicht rollen. Stimmt, hier ist der Priester. Hier ist gar nichts. Hier oben können wir nicht drauf. Ach was, hier können wir was machen. Tja, wenn ich nur Aloe hätte. Kann man ja irgendwie abschneiden. Nehme ich mal an, wegen der Glasscherbe. Aber ich sehe hier leider keine Aloe. Ich gucke mal auf die Karte. Ne, hier kommen wir nicht mehr zurück. Hier sind wir bei dem. Der hat aber auch keine Aloe. Hufeisen. Vielleicht können wir das Hufeisen schmelzen. Ah ja, okay, das können wir auf jeden Fall machen. Blasebalg bekommen wir noch. Dann gehen wir mal hier hin. Habe ich auch irgendwas übersehen, glaube ich. Ach, guck mal, hier ist doch die Aloe. Dankeschön für die Geräusche. Okay, so, damit können wir zurück in die Apotheke. Nee. Ah. Hier. Und den Verband machen. Okay, das Rezept sagt, wir sollen den Käse, wollte ich gerade sagen. Also erstmal den Honig auspressen. Wo auch immer. Hä, wir haben doch alle Zutaten. Ach nee, wir brauchen den Verband. Ich muss den Brenner anzünden. Na bitte. Ist das nicht der Brenner? Ja, das ist ja nicht der Brenner. Da fehlt ja noch einiges. Oh, komm schon. Oder ich muss Öl reinmachen. Aha. So, folge dem Rezept, um die Heilsalbe herzustellen. Also erstmal der Honig, der wird jetzt gepresst. Oder so. Ja, aber leider ist es mit der Reihenfolge doch wurscht. Ah, nee, doch nicht. Ja, frisch gepresster Honig, den trinke ich morgens auch immer gerne. So, dann kommt die Asche rein. Und dann werden die zerschnörkelt. Ja, das finde ich ja mal cool. So, umrühren. Abschmecken.
Warum das immer grün ist, ich habe keine Ahnung. So, da liegt der Priester, den hätten wir vielleicht auch noch mal was von dem Gebräu mitnehmen sollen. Wo sind denn seine Wunden? Ich sehe ja keine Wunden. Und vielleicht in seinem Beutel. Da. Ein paar Dinge. Thank you, Keeper. You saved my life. I'm Bouchard. I have a message for the oldest Keeper. The area is crawling with Dark Ones. The sisters are hiding in one of the cafes. The cafe is a special sign visible only to Keepers. Take this. It might come in handy. Mhm. Er hat sich ja erstaunlich schnell erholt, obwohl er noch sehr schwach ist. Oh, wir haben die Schmiedfigur. Und die Wächterin warten in einem Café auf uns. Ich glaube nicht, dass Candy's Café hier auch noch existiert. Ich hoffe zumindest nicht so kitschig. Oh. Oh. Ja, wer kennt es nicht? Nur dreckige Wäsche war es, die ist frisch gewaschen. So, hier fehlt ein Schlüssel. Und da fehlt ein Riegel. Ich muss den Rost entfernen. Tja, du hast ja mal leider einfach mal das Ölfläschchen weggeschmissen. So, ein Rad haben wir auch. Der Harngriff, der muss doch bestimmt in die Apotheke. Hier. Säure, ach was. Okay, wir können den Wagen, den können wir erstmal reparieren. Oh, es gibt bestimmt ein Wimmelbild. Ja, juhu. Okay, so, Käse, ich denke mal, wir müssen die Sachen alle hinlegen. Hm, hier haben wir einen Helm für einen Ritter. Können wir nicht mit der Maus anfangen? Ach, die machen wir in die Falle rein. So, hier haben wir eine Kerze. Was, das ist ein Nadelkissen? Okay, machen wir mal die Nadel drauf. Hier haben wir ein Schwert. Könnte der vielleicht sein? Nee, ich glaube, der betet. Ein Puppenhut, hier, komm. Münze. Oder hat der eine Kerze? Nee, auch nicht. Schlittschuh. Moment, der Puppenhut, der kann doch hier drauf. Hier haben wir ein Juwel. Juwelen sind immer gut. Hier fehlt etwas. Hm, was könnte das sein? Vielleicht das Juwel? Und da oben könnte der Helm rein? Nee. Blasebalgteil. Okay. Ah, Moment mal, hier ist ein Bein. Handschuhe? Ja, es würde auch ein bisschen komisch aussehen, wenn da einer mit, ohne Unterkörper und so rumlaufen würde. Ah, guck mal, da ist der andere Handschuh. Schwert. Kerze mache ich mal hier in den Kerzenständer. Dann haben wir hier einen Pfeil. So, Schlittschuhe sind auch wieder repariert. Wo kommt denn der Ritter? Ach, guck mal, der Ständer für einen Helm. Na also, so, hier haben wir eine Münze. Wen können wir davon bezahlen? Bestechen? Hier, der betet doch bestimmtes Geld an. Nee, macht er nicht. Okay. Teil für einen Blasebalg. Ist das hier keiner? Nee, ist keiner. Ach, hier ist der Bogen. Ah, okay. Kriegst du mal einen Pfeil? Nur drei Teile haben wir noch. Die Börse ist leer. Ja, verschenk einfach unser Geld hier.
Und hier haben wir den Blasebalg. Ich schätze mal, den werden wir auch bekommen. Vielleicht. Das Schwert. Ja, Pirat. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass der das hier kriegt. Aber nee. Ach was, das kommt hier rein. Wir haben einen Blasebalg gefunden. Wen überrascht das schon? So, den kann ich nämlich schon mal hier hinlegen. Hm? Kann man dich nicht? Die Hälfte der Form fehlt. So, hier fehlt ja ein Schlüssel. Genau, den wollte ich entriegeln. Und wir bekommen den mechanischen Schlüssel. Wofür waren der nochmal? Oh, wir können hier rausgucken, ist ja süß. Könnt ihr durch das Fenster in die Taverne kommen? Oh, ist echt schön gezeichnet, das Spiel. Oh, wir haben den Diamanten noch. Ich überlege, ob der unten am Tor war. Ich gehe mal kurz hin. Nee, falsche Richtung. Nee. Mann. Wir haben es schon gesehen, wo der hin muss. Ach, hier oben. Okay, wir haben noch einen Pfeil. Zwei Pfeile. Jetzt müssen wir nur noch den Rest von der Armbrust einsammeln. Bring mal die Pfeile schon mal hierher. Ja, mehr habe ich aber auch nicht. Nee. Okay, also uns fehlt hier die Hälfte von der Form. Den Brief haben wir schon gelesen. Der Schmied wurde verhaftet. Hier fehlt ein Schlüssel. Der Junge. Nur dreckige Wäsche. Nee, mehr kann man hier nicht machen. Ich guck mal auf die schlaue Karte. Und wir können hier was machen. Echt jetzt? Wir können hier was machen? Ach, natürlich. Der Wagen ist ja weg. Ich hab's gar nicht mehr. Eine Seilbrücke. Ich dachte, wir haben eine Armbrust oder wir bekommen die Armbrust, um die dunklen irgendwie fertig zu machen. Aber nein, die Armbrust wird dafür sein, um die Seilbrücke rüber zu witschen. Ach je. Na gut, wir gucken mal weiter. Hier ist noch was zu machen. Hier vorne. Der Orden versteckt sich in einer dieser Tavernen. Aber in welcher? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Es kann ja eigentlich nur die hier sein. Aber warum ich jetzt hier rausgehen sollte? Weiß ich nicht so genau. Ja gut, wir werden es aber noch rausfinden. Und zwar in der nächsten Folge. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.